Bésame mucho. Oh, hallo Bello. Ich bin Pino Mazzini, der heißeste Export Italiens seit Claudia Cardinale und Spaghetti Carbonara. La 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 la. Volare, wow, wow, cantar alles meins. Oh, bellissimo. Damit machst du jede Schnecke klar, du. Volare. Es wird Nacht in Pinos Restaurante. Gedämmtes Licht scheint aus schönen Fenstern. Ein perfektes Ambiente, um einen ahnungslosen Jüngling mal so richtig eifersüchtig zu machen. Das ist das Opfer, Gilbert. Und das ist seine Freundin Carina. Nebenbei meine Komplizin. Schatz, pass doch mal auf meinen Aufschnitt aus, dass der nicht runterrutscht. Ja. Ein schönes Paar. Aber genug der Ruhe, höchste Zeit für eine Kavalierslandung. Was soll man denn mit einem schönen Auto, wenn es keiner bemerkt? Total geile Kiste. Mit einem richtig geilen Typen drin. Gut gemacht. Carina, der hat mich im Blick. Wenn Chefe in den Laden kommt, haben die anderen Hengste Pause. Wozu hat man denn sonst so eine Bude? Mazzini macht erstmal sein Ründchen durchs Lokal. Gäste begrüßen besonders die Frauen. Alles gut? Guten Abend, meine wunderschöne, reizende, bezaubernde junge Dame. Ich habe Sie noch nie gesehen. Hallo. Zum ersten Mal. Fühlen Sie sich einfach wohl hier? Wollen Sie irgendwas noch haben? Oder so, soll ich noch ein Kerzchen hinstellen oder so weit? Im Moment sind wir zu. Sie sind ja da, ne? Okay. Ich bin dann den ganzen Abend hier. Ja, ich habe ein Auge auf Sie. Ich merke das schon. Wunderschöne Frau. Heute. Schatz, ich krieg gerade Komplimente. Ist doch okay, das ist der Geschäftsinhaber. Können Sie mal eine Scheibe abschneiden, mir auch mal so Komplimente machen? Bitte? Siehst du? War Spaß hier. Das ist auch ein bisschen unangenehm. Aber Komplimente sind doch erst der Anfang. Mazzini legt gerade erst los. Ich wollte Sie auch was fragen. Und zwar, kennen Sie Hütchenspiel? Ja, kenn ich. So, und jetzt machen die immer so einen Trick, dass die sagen, so, ich kann das also nicht so gut und so weiter. So, jetzt sag mir, wo ist sie? Na, hast du verloren. Darf ich noch? Ja, klar, sicher. Aber erst krieg ich einen Kuss, oder was? Auf die Backe. Auf die Backe. Danke, nein. Kiss. Ja, weiß ich nicht, wir können auch noch mal spielen. Ich meine, wenn ihr gewinnst, kriegst du 50 Euro und wenn nicht, kriegst du einen Kuss von einer Frau. Nee, ich brauch kein Geld, danke schön. Ich brauch aber Geld. Ja, dann kriegst du von mir Geld. Doch, dann mal machen auf. Sie das, kommen Sie. Schatz. Oh. Ist leider verloren, irgendwie. Ich doch. Hallo. Ganz kurz, Schatz. Nein, sag mal. Ey. Ganz kurz. Guck mal, lassen wir das erstmal. Unglaublich, ob da wohl ein Fünkchen Eifersucht im Spiel ist. Kleine Spaghetti-Fresse. Ey, wir könnten so viel Geld gewinnen. Ach. Was machst du? Nein. Für ein Küsschen auf die Backe. Ich will dich rumkriegen, sag mal. Bist du blind oder was? Ach, komm mal, da kommt schon wieder auf die Küsse. Baci, Baci, Samitan, finde ich großartig, ey. Kuss, da will ich alle für jeden. Und er kriegt alles umsonst. Er kriegt alles umsonst. Unser einer muss drum kämpfen, ne, irgendwie, ne? Belladonna, schöne Frau, ein Wunder, dass ich mich sagen trau. Deine Augen sind unendlich schön. Für dich würde ich in den Tod gehen. Von Heldentaten wird man dir berichten. Den Turm von Pisa würde ich gerade richten. Drum mach ich jetzt mit dich den Schluss und sag, wär schön für einen Kuss. Ich darf ja nicht. Darf ich jetzt vielleicht einen nur auf die Backe, dann gebe ich Ruhe. Jetzt heißt es langsam, oder? Nein, das reicht noch lange nicht. Hättest du wohl gerne. Du glaubst ja gar nicht, was wir uns hinter deinem Rücken alles ausgedacht haben. Hey, nicht umdrehen. Hinter deinem Rücken, hatte ich gesagt. So ist gut. Guck dir mal schönes noch einmal angucken, ohne Scheiß. Mazzini weiß, was scharf macht. Und nicht nur das Essen. Da könntest du noch einiges lernen. Ich
vergeben, das weißt du. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber das möchte ich Ihnen mal kredenzen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Austern wahrscheinlich. Austern ist das, ja. Austern, das ist was Afro-irritierendes. Na, das bringt ein bisschen Tinte auf den Füller, sagt man früher immer. Ne? Tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie das Ding mal ab und geben Sie mir das. Können Sie mit Ihrem Freund dann auch machen, also so. So machen wir das? Also versuchen Sie es einfach. Ich hab's gar nicht gekaut, einfach nur runtergeschluckt. Wunderschön, wenn Sie dazu in den Mund nehmen und schlucken. Schatzi, einfach einen lockeren schönen Abend. Dann geben Sie dem Freund auch eine, ja? Ja, ich sorge mich mal kurz um den Salat, nicht? Du fütterst den Kerl, leck. Verdammt, also sowas. Das ist so. Felicità, Felicità, deine Blicke zu spüren, dich nur zu rühren, heißt Felicità. Finden Sie, die Stimme ist gut? Ja. Ich habe ein bisschen Mühe. Ich finde tiefe Stimmen. Von wie heißen Sie mit Namen? Carina, auch was Italienisches. Das Mädchen Carina. War schön wie ein Stern am Himmel zählt. Das Mädchen Carina, er war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Was mag er für Musik? Könnte ich ihm auch was spielen vielleicht? Ja, ich bin nicht so musikalisch. Sag irgendwie was Hip-Hoppen oder so. Ich höre keine Hip-Hoppen. Pass auf, ich habe, guck mal, schau, ich habe einen riesen Bauch. Früher habe ich alles in mich rein gefressen, ey, ich war besessen vom fettigen Essen. Geräuchert, gepökelt, gesotten, gegrillt. Ich habe mir mit schwabbligen Schweinehaxen und fettigem Bauchfleisch den Hunger gestillt. Morgens Buletten, die richtig fetten, abends Gebeine aus Tiefkühlkette. Am Wochenende ging es in die Donaldstube, um mich herum, Blutwurst und Hackfleischvernichter. Ich sah, wie Hände sich in Big Macs gruben und Linse gachfalten. Leffet, die machen mich so nervös. Jo, jo, jo. Ich kann den ganzen Song kann ich, jo. Aber sie lachen, das finde ich großartig. Er sollte auch ein bisschen mehr lachen, finde ich. Ne? Okay, was willst du machen? Gino, was ist mit Salat? Schatzi, ich verstehe doch mal ein bisschen Spaß. Das ist kein Spaß. Ich finde es lustig. Ich schenke dir rote Rosen, ein Zeichen meiner Liebe. Lustig sind auch die Rosenverkäufer. Hat da jemals einer welche gekauft? Habe ich noch nie gesehen. Aber jetzt könnte sich das Blatt wenden. Hab ich Ihnen gegeben? Nein, ich darf nicht. Hier darf ich Sie die Blumen geben, geben Sie Ihre Frau. Dankeschön. Wenn ich meiner Frau Blumen schenke von mir aus, okay? So, bitteschön. Vielen Dank. Sehr schön. Ich habe eine Idee, wenn ich Sie, ich könnte Sie mal einladen zusammen. Vielleicht können Sie auch zusammenkommen, ist kein Problem. Ich glaube, Sie brauchen ein bisschen gemeinsamen Urlaub. Nee, ich habe hier. Oh ja, gemeinsam. Das ist Portofino in Sardinien. Also hier, das ist so die Hütte. Feine Hütte, was? Da machen wir mal so Fotostories oder so weiter, so Filmchen und so weiter. Ne? So kleine, geschmackvolle Sachen. Glaub, da können wir schöne Fotos machen oder sowas, wissen Sie? Haben Sie Fotos von Ihrer Freundin da? Nein. Weil so unfassbar. Hätten Sie gerne welche? Ich meine, ich kann welche machen oder sowas. Nee, danke, ich habe schon welche. Gerade haben Sie gesagt, Sie haben keine. Ich habe keine dabei. Kein Problem, dann machen wir eben welche. Nicht so schöne wie in Portofino, aber man kann sich ja hier im Restaurant nicht einfach ausziehen. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Der arme Gilbert. Während seine Freundin in meinem Arm liegt, möchte ich gern mal wissen, was Gilbert so denkt. Schauen Sie mal. Hier haben Sie schon mal so ein tolles Foto gesehen von Ihrer Frau? Ja. Super, ne? Ja, das ist ein schönes Paar, ne? Sie brauchen einen erwachsenen Mann. So, ich lasse Sie kurz mal ein bisschen unter ein Zeichen hier, okay? Okay. Ja, danke, danke. Ich habe keinen Hunger mehr. Spinnst du? Ich habe keinen Hunger mehr. Ich wollte mit dir eine schöne Zeit hier verbringen und du lässt dich gerade voll von dir. Ja, du verbringst gerade eine Zeit mit ihm. Quatsch. Entschuldigung, darf ich mit meinem Freund hier irgendwo essen? Kannst du sagen. Ich finde ihn nett.
Du findest ihn nicht, dann bleibst du hier von mir aus. Schatz, ich finde, du übertreibst voll nix. Er ist einfach der Geschäftsmann, der ist total nett. Zuvorkommt. Hör auf, Karina, hör auf. Schatz, ich muss mal aufs Klo. Bitte. Gute Idee, Gilbert. Trink noch einen Schluck. Denn jetzt kommt es richtig hart. Unter uns nerv ich auch nicht mehr. Ich würde ihm wirklich 4.000 geben. 4.000 auf dem Tisch. Für eine Nacht. Ich würde es für 100.000 nicht machen. Auch nicht für 100.000? Ja. Ich will nur ihre Frau. Der Junge ist verdammt zäh. Mal sehen, was er sagt, wenn das Geld wirklich auf dem Tisch liegt, na? Hey, das Geld ist echt. Also das meiste davon. Kannst du bitte wieder mitnehmen? Ich lasse das Geld da liegen. Das reicht echt langsam. Wir wollten einen schönen Abend zu zweit verbringen, aber nicht mit Ihnen, ja? Ja, mit dem Gesicht kann man keinen schönen Abend verbringen. Das ist schon sehr unverschämt hier, als ich das höre. Mit so einem Gesicht kann man keinen schönen Abend verbringen. Sie müssen doch, mein Gesicht war noch total voller Freude, bevor Sie hier aufgetaucht sind. Eine Frau muss man, das ist eine Perle, ist das. Ja, das ist aber meine Perle. Super, sieht super toll aus, also wirklich. Alles gut. Schatz, ich hab Hunger. Megan. Schatzi, können wir essen noch? Schönen Abend. Ja, wirklich? Also, Schatzi, komm, wir bleiben mal hier. Ich würde Sie gerne auf Händen tragen hier raus. Okay. Ja, darf ich? Na, ja. Raus und dann wir gehen nach draußen. Genau, wenn du das machst. Also ich möchte keinen Streit anfangen oder sowas. Nicht, also nicht, dass er irgendwie handgreiflich wird oder sowas. Nicht, also. Lass mich hier rausgetragen werden, Karina. Wir gehen. Bitte. Schatzi. Wir gehen jetzt. Ja, aber wenn ich Ihre Frau nicht auf den Arm nehmen darf, dann mache ich das mit Ihnen. Hey. Das mache ich mit Ihnen schon den ganzen Abend, dass ich Sie auf den Arm nehme. Edge, Bad. Hey. Hey. Ich heiße Hans-Werner Olm, mache Comedy im Fernsehen und hör mal, da haben wir eine Kamera, guck mal, ey, da haben wir eine Kamera, da haben wir einen Ton. So, hör mal, guck mal, hier, so sehe ich eigentlich wirklich aus. Weißt du? Hör mal. Guck mal da, bei Kai Pflaume bist du drin in Sat.1. Hallo Kai. Ha?